Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen hier zurück bei der Comic Place. Conker, live and reloaded. Kohle, 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 Kohle. Eigentlich unsere wohlverdiente Belohnung nach gestern, nach dem Bosskampf, nach dem doofen Rumgeschwimme, dem mich ständig in der. Wofür ist das? Ach, vielleicht stand hier auch mal ein Boiler oder so. Nach dem ständigen Aus Versehen das Gebiet wechseln, Nummer da. Das war schon sehr unterhaltsam. Und jetzt geht es wieder nach draußen. Now he has the money. Now give us back our money, honey, and you'll get your dollar. What? A dollar? Yes, yes. No, 10%, as we agreed. Now. One, two, three, ten. $10. $10. I thought you said it was a fortune. It is a fortune. I'll tell you what. Here's a new deal. I keep the lot. See ya. The chink! Just a minute here. You. What do you think you're doing? That's all my. Ladies, never mind the money for now. I think it's time we were off. Tally-ho! Ja, merkwürdig. Aber jetzt haben wir 810 Dollar. 810 Dollarinos. Ist das nicht schön? Und der Hund ist immer noch angekettet. Keine große Probleme. Aber für alle, die die Katzen nicht mochten. Manch einer würde sagen, geschieht denen recht. Und ich würde sagen, ja, geschieht denen recht. Ja, auch schön, dass jede einzelne Katze sehen, die da zerfetzt wird. Oder doch nicht? Lässt du mal ein paar weg? Okay. Hat er gerade Bite Me in seinem Maul? Ein wenig verwirrend, aber okay. Und so bekommen wir dann tatsächlich, wenn ich mal springen würde, danke, ein Vermögen. So mehr oder weniger. So, you want some great stuff. Cool. I'll be able to get rid of my mortgage. And buy my car. Excellent. Ah ja, wir brauchen ein Auto. Na gut. Und damit sind wir bei 1110 Dollar. Jetzt wird dann Schuh draus sozusagen. Noch eine Schokolade für zwischendrin, ne, für schlechte Zeiten oder gute Zeiten, wie auch immer. Jetzt stellt sich mir trotzdem noch die Frage, wie komme ich denn eigentlich oder wie soll ich normalerweise da oben dran kommen? An den Geldschein. Ich erinnere mich an den halt so überhaupt nicht. Ich könnte natürlich einen Haufen Mist darüber karren oder so. Aber das kann's doch nicht. Das kann doch nicht Sinn und Zweck der Übung sein, oder? Vielleicht traurig, dass das so aussieht, als würde ich dran kommen, aber. Nee, könnte ich auch nicht. Au. Was zum Henker bist du? Beziehungsweise ich könnte es bis hierhin rollen, aber wird mir das helfen?
Dann würde ich Sonnensprung machen, so, und dann käme ich immer noch nicht dran. Moment. Ich will jetzt. What? Das ist alles sehr merkwürdig irgendwie. Da sind übrigens bissige Regenwürmer drin. Wahnsinn. Ja, ja. Ne? Bissige, sehr nette Regenwürmer. So wie man es sich denken würde. Hi. Oh, those guys. Oh, hello there. And what do you do then? It'll cost you. Oh, how much? A lot. Come back when you got more money. Go on your bike. Traurig, aber wahr. Man sollte meinen, 1100 irgendwas ist eine Menge Geld, aber irgendwie nicht. Also es könnte natürlich auch weniger sein, aber ja, nee. Dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als dieses arme, verwahrloste One-Up mitzunehmen. Und dann gehen wir erstmal dahin, wo wir definitiv gebraucht werden. Und zwar in dieser einen... Naja, kann man das Tür nennen? In der Öffnung, in dem Berg, für den ich sehr oft einen riesigen Ball nach oben gekarrt habe. Erinnert euch. Hey, pal, what's where you going? Take my advice, get out of here. It's still really bad in there. You just don't want to go in there. Calm down. Now, just calm down and tell me what's the matter. Right. Okay. It all started about 2 days ago. It was me and the lads. We were having a cup of tea. And next thing we know, Tess is gone. We couldn't find him. We thought, maybe he's just gone off, like do a bit of shopping or something. Never came back. Basil was next. He was just walking along, minding his own business. So I stood down and said, hey, Basil, how you doing there, hey, mate? And he waved over. And that was it. This thing came out of the shite. And I thought to myself, oh no, I'm getting out of here. So I had to hide first. And when I came out, I thought it was all clear. The lads are gone. The bastards are nailed me in. I'm out of here. You can do what you like. There's some money up there if you can be asked to get it. See yous. Ich glaube ja. Okay. Kann man auch mal machen. Ich glaube, ihr habt viele von euch wissen, was hier kommt. Bring me some sweet corn. Who's that? Can't see anyone. Hmm. Okay. That's what he wants. Na, also, viele von euch werden das hier kennen. Wenn nicht, ihr werdet's höchstwahrscheinlich lieben. Höchstwahrscheinlich. Ja, Mais. Stinknormale Aktivität hier. Das große B macht erstaunlicherweise noch nichts. Können wir also erstmal ignorieren. Ganz gepflegt. Jesus. Wenn keine Hand kommt und mir helfen, traue ich. Oh, doch. Nein. Ja. Okay, ja. Dafür war das arme, traurige Extra-Leben. Ja, das hier ist alles Instant-Death-Pumpe. Ich meine... Sagen wir mal ehrlich, im Wundert's. Es macht halt einfach Sinn, dass das hier alles in zu Death Pumpe ist. Ich würde auch lieber sterben, als danach weiterzuleben. Also insofern,
Ja, ich kann es ihm nicht verübeln. Ich werde es ihm auch nicht verübeln. War allerdings wieder sehr... sehr peinlich und typisch. Also, ich habe... ja, das hätte ich kommen sehen können, aber naja. Ernsthaft, ich würde übrigens auch Schokolade hieraus nicht essen, nur um sicher zu gehen, aber okay. Ah, danke sehr. Nochmals dürfte die Katze nicht kommen, das ist ein bisschen... Ne, das war ein Tropfen, ich wollte schon sagen, das ist ein bisschen schade in dem Sinne, weil... wie man ja jetzt gerade gesehen hat. Ernsthaft? Oh Mann. Verschwindet das Ding dementsprechend einfach, aber ja, gut. So, da ist das Geld, aber ist Glas vor, kann ich mich noch nicht drum kümmern. Beziehungsweise, wir werden uns drum kümmern, aber dauert einen Moment, bis wir es wirklich können. Und das ist der letzte Mais. Und jetzt kommt die Sache, die mich so ein bisschen... beängstigt, weswegen ich auch wahrscheinlich hier diese Cutscenes mehr damit da reinlaber mit. Hier gibt's ein Lied. Das Lied schlechthin. Von ihm gab's sogar mal eine Figur zu kaufen. Was ich nicht gemacht habe, aber es gab eine Figur zu kaufen, was ich sehr unterhaltsam finde. Und dieses Lied kann ich immer noch mitsingen, das ist auch erstaunlich. Nicht wahr, Großer? I am the great mighty Mo and I'm going to throw my shit at you. Aber zensiert ist furchtbar. How about some scat, you little twat? Ja. Das ist jetzt der Kampf mit dem großen, mächtigen Haufen. Und dass das hier nicht ganz... oh, ich hab die Tierding. Guck an. Na, wir können hier schön kontern. Und immer wenn er anfängt zu singen, also la zu machen, können wir ihn erwischen. Na dann geht's in die nächste Phase. Do you really think you'll survive in here? You don't seem to know which creek you're in. Sweet corn is the only thing that makes it through my rear. How do you think I keep this lovely grin? Have some more caviar. Die deutsche Übersetzung ist aber auch jetzt nicht ganz so töfte, ne? Naja gut, wie auch immer. Aber ja, ist ein schönes Lied. Ich habe so ein bisschen Sorge wegen Copyright, aber soweit ich mir das mal kurz angesehen hatte, sind eigentlich genügend Videos oben, dass ich mir denke, da wird nicht wirklich viel passieren. Aber man weiß es halt nie. Ich verstehe nie, wie genau man vernünftig und gut herausfinden kann, welche Lieder ich benutzen dürfte in einem Video und welche nicht, aber ne. Ah, das ist ein anderer Ton, guck an. Warte mal, das könnte ein sehr kurzer Schusswinkel werden hier. Aber kriegen wir hin. Ich habe genügend Fortnite gespielt, um hier ausweichen zu können. Ja, nein. Große böse Lüge. Nie angefasst. Ah. Nie auch nur installiert. Ist auch besser so. Hey. Ja, es muss das Zäpfchen streicheln. Ist okay. Ist verständlich. Würde ich auch so machen wollen. Little tag.
nut. Gott, diese Zensur. Das erklärt einiges. Also, es erklärt, warum wir das hier machen, sagen wir es mal so. Schön daneben, das ist gut, das ist sehr beruhigend. Ja. Einfach direkt wegkontern. Oh man. Das war nicht hoch genug. Das war hoch genug. Ah yeah. Achso, stimmt. Müssen wir ja dreimal machen. Hier hält sich die Regel natürlich. Ups. Mann, wo kämen wir denn dahin, wenn wir uns nicht an Regeln halten würden, ne? Die guten alten. Naja, die guten alten Nintendo-Spiele wie früher, ne? Normalerweise dreimal. Wobei, technisch gesehen, machen wir das hier dreimal und müssen ihn dann zusätzlich dreimal in den Mund schießen. Dann passt das. Aber ja, Copyright und ich. Ich hatte ein einziges Mal ein Copyright-Problem mit YouTube. Also ein richtiges, wo ich sagte, ach kacke. Weil ich nicht wie die anderen YouTuber bin, die sich beschweren, wenn ich kein Geld für das Video bekomme. Wenn, ne, aber. Und das war damals zugegeben. Die Idee als solches mochte ich immer noch, aber damals halt das. Du bist ja doch dahin gegangen. Das Intro von Herz of Vesperia ohne Kommentar, ohne alles hochzuladen. Keine gute Idee, logisch, jetzt rückwirkend, ne? Irgendwie doof, aber als Ankündigung war das ganz nice. Und dass das Probleme verursacht hat, wundert mich halt rückblickend so überhaupt nicht. Aber damals musste ich dann, weil die das nicht mehr wissen, musste ich dann tatsächlich meine ganzen Videos kürzen. Ich durfte immer noch hochladen, aber das hieß dann, ja, deine Videos dürfen nur noch so und so lang sein. Und das ist keine schöne Situation gewesen. Von daher passt das. Geld! Ich liebe dich, Geld! Du bist gerade am Schrumpfen. Das habt ihr auch gesehen, oder? Das Geld war definitiv größer auf Entfernung. Und auf einmal schrumpfte das weg. Yeah, mehr Spondulis. Und das war's mit dem Boss. Ha, ha, ha. Look what you've done. I'm flushing, I'm flushing. Oh, what a world, what a world. Who'd have thought a good little squirrel like you could destroy my beautiful clagginess? Oh, I'm going! Oh! Ah! No! Ah! Now that's what I call a bowel movement. Wunderschön. Ein weiterer Boss in der Tasche. Und vor allen Dingen halt, ne, der eine Boss, den fast jeder kennt. Wenn man Conker denkt, denkt man meistens genau den Boss hier. Es gibt natürlich eigentlich auch noch das, wie gesagt, das Game Boy Color Spiel. Aber ganz ehrlich, da denkt keiner dran. Jetzt hat er übrigens die volle Gesichtspackung ohne Gasmaske gemacht, was auch nicht schön ist. Aber das Positive ist, der Boden hier ist halt. Ups. Das war nicht Sinn und Zweck meiner Verabredung, ja, aber egal. Das Schöne ist, das tötet mich nicht, aber wie gesagt, auf dem N64 musste ich nicht durch, naja, eine, zwei, drei Ladezonen latschen, um wieder zurückzukommen.
Also zumindest ging es da deutlich schneller. Ich weiß nicht, was das hier ist, warum das so ist, aber. Man könnte doch auf dem Rand laufen. Sieht's aus? Ja. Hat erstaunlich gut funktioniert. Aber ja, der Hover-Move, ne? Größtes Tool im Arsenal, aber auch ein großes Problem, wenn man. Irgendwann geht er ja in diese Ich bin am Fallen Bewegung und spätestens da kann ich nicht mehr twirlen, was okay ist. Die Abwärtsbewegung wird ihm wahrscheinlich am Ende den Schwanz abreißen. Das wollen wir ja auch nicht. Also glaube ich, dass ihr das nicht wollt. Better have a good excuse this time. That is the last time he stands me up. Conker, I've had it just about up to. Who are you? Look, whatever it is you're selling, I'm just not interested. Well. Immerhin hat er den Anstand, die Tür zuzumachen. Schätze ich mal. Kann man davon Anstand reden? Ja, war. So ein bisschen. Hier ist eine weitere dieser Stellen, wo ich für gewöhnlich drauf gehe. Wenn ich das so für mich spiele. Ich meine, jetzt. Ne, jetzt brauche ich nicht mehr davon reden, dass ich. Hier versuche, todlos durchzukommen. Das hat ja bisher prima funktioniert, so viele Tode, wie wir schon haben. Aber diese Dinger. Ja, ungefähr das passiert mir mindestens ein oder zweimal. Das ist. Aber es ist cool, wie ich das die ganze Zeit prophezeien kann, nicht wahr? Ich weiß halt ganz genau, was mich immer umbringt, und das ist halt eine Sache davon. Plus natürlich, die Dinger werden immer schneller, schneller und schneller. Also, ist ja nur noch das hier, aber ihr wisst, was ich meine. Und das passiert mir irgendwie immer mal wieder. Aber für diejenigen, die nicht Conker mögen, war das dann. Zum einen war das dann jetzt schon. Ne, upsa. So das. Also. War das schon mal ein guter Part, weil, ne, er ist jetzt zweimal in diesem Part gestorben, durch zwei unterschiedliche Arten. So ein bisschen wie, als würde man Final Destination oder sowas gucken und sich darüber freuen, wie der Charakter drauf geht. Einfach den Todesfallen ausweichen. Ne? Einfach gut spielen, könnte man auch sagen, aber. Nein. Danger Pool. Danger Pool. Und das hier. Ah, oh, verstehe. Danger Poo. Ah, Danger Poo, das ist ein Ausrufezeichen. Okay. So wird ein Schuh da draus. Ja, okay, alles klar. Danger Poo macht halt auch wirklich mehr oder minder Sinn. Ah, toll. You have to pay the toll. Mercenaries. There you go. $1,000. Thank you. Can I get past now? Hey, I'm not finished yet. We're looking for a squirrel. And I think, by the description given to me, that you are a squirrel. I am not a squirrel. Yes, you are. You fit the description perfectly. Oh, really? And could you describe this description to me? Well, short. Red fur, a big bushy tail, and a twitchy nose. You're a squirrel, all right. And you're coming with me. Look, I tell you, I'm not a squirrel. Get your hands off me. What are you then? I'm an elephant. Squirrels aren't short and furry. They're big and gray. What? Yeah, that's for twitchy noses. They don't have them.
No, they're long and snouty. And they also have flappy ears. Are you sure? Of course I'm sure. See ya. There's nothing quite like a good sh**. Now then, it's all right, it's all right. That's not a squirrel. He's an elephant. An elephant. Ich liebe es. You stupid Oh yeah, let's see. Ja, sind wir halt kein Eichhörnchen, sind wir halt mal ein Elefant, ne? Jeder, wie er sich fühlt oder so ähnlich, wie war das, ne? das ist einfach gut. Schon in Ordnung, das ist kein Eichhörnchen. So einfach kann's gehen. Wow. Nein, 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 nein. Ja, also ich schwöre, ich war mal besser in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es an dem Teil hier liegt, also an dem Life and Reloaded Gedösel, aber... Oh mein Gott. Ich dachte, ihr lauft jetzt einfach, aber nein, du drehst wieder direkt um. Ist ja unfassbar. Nein, 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 nein. Ich hasse ihn. Das ist nicht schwer, was ich hier... Also, es ist nicht mal... Bist du Henker? Jetzt laufen da zwei von denen rum gleichzeitig. What? Erstmal weg da. Also... Ich wollte schon sagen, so wie das Spiel läuft, werde ich wahrscheinlich genau da drin gebissen, ist klar. Mhm. Nicht so? Na gut. Nee, nee, nee. Ja, ich bin doch da. Ich hole dich doch. Hey, where the f you been, you ginger bastard? Cool. I can put this with the rest of my dead presidents. Und die eine Sache, die hier nicht so ganz gut meiner Meinung nach hier vorgeht, ist, dass wir das Ding ja auch noch drücken müssen. Aber Details, nicht wahr? Ah, die sehen gar nicht schlecht aus. Gut gemacht. Ziemlich sicher, dass Fallschaden ihn jetzt getötet hätte. Aber ja, hier setzen wir dann beim nächsten Mal an. Jetzt muss ich erstmal wieder meine Ehre zusammenflicken, weil, mein Gott, waren das viele Tode. Aber hey, wir sind von $800 auf 1310 gekommen. Also, zumindest auf dem Aspekt war das ein Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Patreons bedanken. Da hätten wir Snowvillier, Pan88,
Und zu guter Letzt Nikita. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Video. Und das war's erstmal mit unserem Freund Konka. Auch beim nächsten Mal werden wir uns ansehen, was an seinem Bad Fur Day so alles vonstatten ging. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Wir haben noch eine Menge vor uns. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, kommentieren und zu liken.